Wir haben angefangen vor 25 Jahren in einem kleinen Laden in der Hildegardstraße. Und ich könnte kaum Deutsch sprechen und ich saß da und ich musste wirklich auf unsere Kunden hören. Und das, was die wollen und was die von uns wollen, was die gerne zeigen wollen, was die gerne verstecken wollen. Und wir sind wirklich nah dran an unsere Kunden. Und das ist, glaube ich, unser Geheimnis. Also es ist ja auch das Typische bei uns, es gibt da eine ganze Bandbreite von Sachen. Also man kann einen tollen Jumpsuit tragen, man kann auch eine tolle Robe tragen, man kann ein schlichtes Kleid tragen. Also die Looks sind sehr, sehr unterschiedlich und das ist eigentlich auch das, was uns am meisten Spaß macht, sehr konträre Dinge zusammenzubringen. Und am liebsten gehen wir auf eine Veranstaltung, wo viele Frauen in Talbot-Rhönhof gekleidet sind, aber jede ist verschieden gekleidet. Wir haben schon ein paar Sachen so im Vorbeigehen schnell aufgeschnappt. Ja, es ist ein wunderschöner Laden, auf jeden Fall. Die haben so ein Gespür für Menschen und nicht nur für Mode, sondern im Grunde für den ganzen Ausdruck einer Persönlichkeit, dass sich ganz schnell eine Beziehung entwickelt. Und so passiert es einfach. Schwestern, Freundinnen, wenn ihr noch ein wirklich schönes Kleid für Bambi sucht, dann würde ich euch empfehlen, hierher zu kommen, wo ich jetzt gerade stehe, zu Talbot und Rhönhof. Und zwar habe ich bis auf einen schnellen Blick habe ich herrliche, fließende Gewänder gesehen. Ich finde, dass es ein großartiger Schritt ist mit diesem Geschäft. Ich weiß nicht, ob Sie die Kollektionen angeschaut haben, gerade die letzte, die jetzt in Paris während der Prêt-à-Porter präsentiert wurden. Eine wunderschöne Kollektion, die nur gut besprochen wurde. Und es wirkt so, als wenn sich alles fügt. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir solche Kundinnen haben, die Freundinnen haben, Kundinnen haben, Schwestern haben, die uns so tragen, in jedem Sinne des Wortes. Und was will man mehr?